Wir zeigen jetzt wie versprochen nochmal Bilder vom letzten Training des TSV Havelse und Stimmen vom Trainer und von Spielern vor dem Pokalkracher gegen Nürnberg. Der TSV Havelse steht kurz vor seinem Saisonhighlight im DFB-Pokal und das im 100-jährigen Jubiläum des Vereines. Der Viertligist aus Garbsen bekam den Bundesligisten aus Nürnberg zugelost und muss nun im heimischen Wilhelm-Langreher-Stadion ran. Erstmal freuen wir uns natürlich riesig auf das Spiel haben uns das auch im Laufe der letzten Saison durch unseren Pokalsieg hart erarbeitet. Wir freuen uns, gegen die Profis jetzt antreten zu dürfen. Wir gucken mal, wie die Chancen sein werden. Ich denke, wir werden hochmotiviert in das Spiel gehen und den Gegner natürlich auch nichts schenken. Natürlich sind wir der absolute Außenseiter. Das ist für uns schon eine Riesensache, dass wir überhaupt mitspielen dürfen im DFB-Pokal. Das ist klasse, da freuen wir uns riesig drauf. Dementsprechend am guten Tag kann man den ersten FCN vielleicht mal ärgern. Der TSV konnte schon vor dem Ligastart im Freundschaftsspiel gegen den VfL Bochum einen 2:1-Sieg feiern und der Saisonstart in die Regionalliga Nord nach 2 Spieltagen verlief einigermaßen gut. Ja, wir denken jetzt nur an das nächste Spiel und das ist entscheidend. Wir hoffen, dass wir eine gute Leistung abliefern können und dann wird man sehen, ob wir die nächste Runde erreichen. Wir sind Außenseiter, krasser Außenseiter. Wir wollen das Spiel so gut wie möglich abschneiden, geben unser Allerbestes. Und es ist immer eine Pokalsensation möglich. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und wir hoffen, dass wir es vielleicht auch schaffen können. Aber wir sind auch realistisch und freuen uns einfach auf das Spiel. Die Spieler des TSV Havelse gehen mit großer Vorfreude und selbstbewusst in das DFB-Pokalspiel hinein. Im Spiel David gegen Goliath möchte der TSV den Club aus Nürnberg ein Bein stellen. Wie sieht es beim Trainer des Vereins aus? Also meinen Jungs traue ich mittlerweile alles zu. Wir haben eine so tolle, außergewöhnliche Saison gespielt im letzten Jahr. Mit dem Pokalsieg erstmals in der Vereinsgeschichte einen Titel errungen. Ich traue meinen Jungs, wie gesagt, alles zu. Ich denke, wir können am Sonntag die große Überraschung schaffen. Wenn wir dazu alles auf den Platz bringen, mit Herz, mit Entschlossenheit agieren, dann haben wir eine Möglichkeit, auch am Sonntag zu gewinnen. Am Sonntag geht der Kampf um den Pott los in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wir von H1 Fernsehen aus Hannover wünschen dem TSV Havelse viel Erfolg und gutes Gelingen. Für das Spiel sind noch wenige Restkarten zum Erwerb möglich. Der TSV Havelse geht selbstbewusst am Sonntag in das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg ran. Natürlich weiß das Team, dass sie klar der Außenseiter sind. Aber auf ein Wunder hofft jeder, wie letztes Jahr es Holstein Kiel vorgemacht hat. Hier im heimischen Stadion kann der TSV Havelse ihre Heimstärke beweisen.